Hallo beim neuesten Focus E-Bike-Check. Ich bin der Chris und wir haben hier von Coratec gerade den absoluten Goldstandard vor uns, das e-Power RS 160 Factory. Richtig geiles Rad. Bleibt dran, schaut euch an, warum es so geil ist. Ich habe gerade schon gesagt, Goldstandard. Warum Goldstandard? Nee, ich beziehe mich nicht nur auf die Rahmenfarbe. Es ist das Top-of-the-Line-Modell bei Coratec. Es gibt ja die RS 160-Reihe in verschiedenen Ausstattungsvarianten und das ist quasi das Top-Modell. Da passt also die Farbe Gold ganz gut. Was die ja alle gemein haben, ist ein 750 Wattstunden Akku und den starken Bosch CX-Antrieb. Aber hier ist halt auch alles andere vom Feinsten. Diese verschliffenen Schweißnähte lassen den Alurahmen fast wie einen Carbonrahmen wirken. Es ist aber der Alurahmen mit dem Shadow Edge Tube 3.0. Das ist ein recht aufwendig von Coratec entwickeltes Unterrohr, wo der Akku auch sehr schön drin aufgenommen wird. Es gibt einen Trinkflaschenhalter-Montagepunkt. Der Motor ist schön integriert. Das Ganze in einer sehr fließenden Form und vor allem sehr stabil, sagt Coratec, und darauf legen sie auch immer sehr viel Wert. Ich sagte gerade schon, Ausstattung ist so ziemlich das Feinste. Schaltung ist eine SRAM 12-Fach-Kettenschaltung, eine GX Eagle. Bremse ist bei diesem Rad eine G2-Bremse aus dem Hause SRAM. Und was mir besonders gut dran gefällt, muss ich auf alle Fälle sagen, ist Laufräder und Fahrwerk. Top of the Line bei dem Rad, auch Top of the Line Fahrwerk. Es ist eine SEP Ultimate in dem Rad. Und ein Deluxe Ultimate Luftdämpfer, also von RockShox so quasi das Beste, was man sich kaufen kann gerade. Laufräder, ich habe hier einen Größenmix, also 27,5 hinten, 29 vorne. Vorne kommen 2,6er Reifen zum Einsatz, hinten 2,8er. Soll dazu helfen, dass ich das gute Überrollverhalten habe an der Front und das Heck so ein bisschen leichter folgen kann. Das Ganze ist richtig stabil. Die Michelin-Reifen, ich glaube, da steht sogar schon E-Wild drauf. Also wenn es wild zur Sache geht im E-Bike-Bereich, E-Wild, dafür sind die gedacht und das können sie auch. Und das Ganze läuft auf Mavic D-Max-Laufrädern. Mavic, französischer Laufradhersteller mit viel Tradition. Die D-Max-Laufräder sind seit vielen, vielen Jahren legendär für Stabilität und Haltbarkeit und sind auch richtig aufwendig gemacht. Sieht, wie die Felge gemacht ist. Da sieht man, da steckt echt Hirnschmalz drin. Also alles in allem ein richtiges Vollgas-MTB. Mehr braucht man auf keinen Fall, aber mehr wünscht sich hier auch keiner. Es kann wirklich viel. Ich hoffe, euch hat das Rad gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like da. Abonniert, wenn ihr noch kein Abonnenten seid, ganz wichtig, dann verpasst ihr auch die nächsten geilen Bikes nicht. Und ich freue mich über einen Kommentar. Soll ich irgendwas anders machen? Sollen wir euch andere Räder vorstellen? Oder habt ihr einen Wunsch, welches E-Mountainbike ihr gerne mal sehen möchtet? Schreibt uns das in die Kommentare, ich würde mich freuen. Und ciao, bis zum nächsten Video.